Herzlich willkommen bei 360 Grad. Ich stelle mich heute den 10 Fragen von Fabian und wünsche euch viel Spaß. Du trägst bei uns die Rückennummer 10. Wer ist für dich der größte Zehner aller Zeiten? Der größte Zehner ist für mich definitiv Lionel Messi. Ich denke, was der in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat, ist ja unantastbar. Ist für mich ganz klar der beste Spieler der Welt auch. Deswegen würde ich ganz klar sagen, Lionel Messi. Du wurdest bei uns schon auf unterschiedlichen Positionen eingesetzt. Wo spielst du am liebsten? Tatsächlich habe ich schon einige Positionen durch. Am liebsten spiele ich dann doch so als hängende Spitze oder auf der 10, halt hinter den Stürmern. Was war für dich bislang das schönste Spiel deiner Karriere? Das schönste Spiel, würde ich sagen, war das DFB-Pokalspiel gegen Dortmund. Da haben wir zwar verloren, aber ich fand einfach, ja, was die Teamleistung angeht und das Ganze drumherum, war es ja mit das aufregendste Spiel und auch das spannendste Spiel. Auch wenn wir meiner Meinung nach unglücklich verloren haben oder auch unverdient, war das ja eine Riesenerfahrung für mich. Gibt es andere Sportarten außer dem Fußball, die du gerne verfolgst? Ich würde sagen, da gibt es nicht viele. In letzter Zeit etwas Formel 1, muss ich sagen, verfolge ich. Aber sonst habe ich eigentlich keine Sportarten, die ich sonst verfolge. Wir haben dich auch schon bei dem ein oder anderen E-Sports-Turnier gesichtet. Mit welchen deiner Teamkollegen zockst du am häufigsten? Am meisten spiele ich mit Freddy und mit Flo. Okay, und was machst du gerne an einem trainingsfreien Tag? Da setze ich mich auch mal gern vor die Konsole und verbringe Zeit mit meiner Freundin oder mit meinem Hund. Du hast deinen Hund angesprochen, du hast mit deiner Freundin jetzt seit mehreren Monaten einen Hund. Wie läuft es mit der Erziehung und woran müsst ihr noch arbeiten? Mittlerweile läuft es sehr gut, muss ich sagen. Er ist jetzt 8 Monate alt. Die ersten 2-3 Monate waren sehr hart für uns, weil es ja auch komplett Neuland war für uns. Auch was die Erziehung anging, war es echt schwierig. Aber mittlerweile macht er sich ganz gut. Er ist zwar gerade so ein bisschen in der Pubertätsphase, er ist sehr gut erzogen mittlerweile. Und ja, es macht einfach Spaß, mit ihm Zeit zu verbringen. Für dich ging es in deiner Karriere aus Bayern nach Niedersachsen und dann nach Ostwestfalen. Ein Kulturschock? Schon. Also in Bayern ist es schon etwas anders, würde ich sagen. Aber ja, ich denke, die Leute sind trotzdem alle gut drauf. Es war jetzt auch in Wolfsburg keine große Stadt, wo du jetzt viel mit den Leuten zu tun hattest, muss ich sagen. Und hier in Paderborn auch eine nette Kleinstadt mit netten Leuten. Deswegen bin ich auch hier voll zufrieden. Gibt es für dich als gebürtigen Bayer eine bayerische Spezialität, die du in Ostwestfalen besonders vermisst? Da würde ich schon den Schweinebraten nehmen, von meiner Oma oder von meiner Mutter. Den habe ich hier noch nicht so oft gesehen. Damit sind wir schon bei der letzten Frage. Auf welche 3 Dinge kannst du nicht verzichten? Materielle Dinge oder? Ja. Dann muss ich einmal mein Handy nehmen, dann würde ich noch einen Fußball nehmen und meine Konsole. Perfekt, danke dir, Ju. Gerne.